Mendocino, Mendocino. Ich gehe jetzt zu Michael Holm, der steht hier drüben. Also ich mache Ihnen jetzt ein Kompliment und ich schleime nicht, aber Sie sehen taufrisch und richtig fit aus. Sie machen sich doch nicht ernsthaft Sorgen um die Treppen hier, oder doch? Nein, mache ich mir nicht, aber deswegen bin ich ja auch da. Würde ich mir die machen, wäre ich nicht da. Das war ja der Versuch meiner Antwort auf Ihre vorige Frage. Jetzt machen wir es ganz schwierig. Ist das nicht schön, wie wir hier interagieren, der Herr Holm und ich? Jetzt muss ich nur wirklich richtig persönliche Frage stellen. Sogar ich habe eine Lederhosen an. Wo ist Ihre? Das ist Leder. Pures Leder. Gekauft in einem Münchner Trachtenladen. Geschäft? Darf ich das mal ganz kurz? Das ist quasi. Bitte anfangen. Richtig echtes Leder, ja, ja. Das ist richtig weiches Fensterputzleder, würde man sagen. Ja, ich kann so mit den kurzen Hosen, geht bei mir nicht. Ich habe keine Wadlung. Das schaut nicht aus. Also, und da mich alle immer gerügt haben, weil ich mit Jeans oder sonst wie herkam, wie man das früher in den 70er, 80er Jahren halt gemacht hat, so jetzt komme ich mit Lederhose. Die habe ich ansonsten das ganze Jahr auch nicht an, deswegen sieht es so neu aus. Lederhose. Und das ist ja auch ein bisschen wiesenmäßig. Und die Jacke ist antiquarisch aus dem Jahr 1978. Fisch oder aus, oder was sagt sie? Also ich finde es super. Genau. Und ansonsten, was machen die neuen Projekte so allerweil? Was geht so, was steht so an? Ich bin ja bei Goldstar als Moderator tätig, jeden Freitagabend von 21 bis 22 Uhr mit den Super Goldies. Das kann man auch, glaube ich, im Internet sehen, aber auch im Fernsehen. Selbstverständlich. Und ich schreibe, sind gerade dabei, also am Schreiben für verschiedene Interpreten, unter anderem für den Christian Anders, was Neues gemacht. Bin am Arbeiten mit dem Gunter Gabriel an einigen Titeln, für den Patrick Lindner, für Norman Langen und so. Also bin halt beschäftigt. Außerdem trete ich pausenlos auf am Wochenende beim ersten Kölner Oktoberfest. Dieses Wochenende, also am Freitag und am Mittwoch nächster Woche. Erstes Kölner Oktoberfest. Also die. Jetzt so, hör mal, ich dreh durch. Der Kölner auf dem Oktoberfest. Hör mal, Michael, was wirst du da als Erste singen? Ich fange mal an mit Lucille. Zum Reinschunkeln. Ja. Aber dann kommen dann schon meine Hammer-Sachen auch. Das muss ja sein. Die Leute wollen ja Spaß haben. Wissen Sie was? Ich würde Ihnen gerne was schenken. Und zwar habe ich hier ein Power-Armband. Und zwar ist es mit Magneten. Das würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben, damit Sie auch in ein paar Jahren hier noch immer genauso fidel und mit lauter guter Stimmung auf der Wiesn unterwegs sind. Darf ich Ihnen das so an die Hand geben? Ja, ich versuche es mal. Sie, Obacht. Ob das reingeht, ja. Ein bisschen eine bayerische Raute für den Michael Holm. Schaut es mal. Wunderbar, ja, genau. Super schaut er aus. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview und wünsche einen ganz zauberhaften Wiesenabend für Sie, Herr Holm. Dankeschön, Dank. Ein Küsschen. Und selber viel Erfolg. Danke Glück sehr. Bei der Berufswahl. Bei der Berufswahl und bei der Berufswahl. Danke sehr. Michael Holm.